Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja vorne die zwei weiteren Bahnhofsteile angeschlossen und werden die auch hoffentlich bald nutzen können und überlegen oder tun gerade Design, wie wir als nächstes mit den Schienen verfahren. Und am besten wäre es, wenn wir hier sozusagen abfahren, weil hier bringt sich noch nichts. Obwohl, hier könnte man natürlich sagen, okay, wir biegen hier ab und fahren dann hier weiter. Das wird wahrscheinlich eher das nächste sein, dass wir dann hier eine Abfahrt direkt haben. Aber da würde ich eher schauen, dass wir sogar vorne vorbeikommen noch. Obwohl es natürlich noch enger ist, ne? Aber wie gesagt, erstmal geht es heute um diese Abzweigung hier. Die passt mir nicht so und die müssen wir ein bisschen verändern. Dafür werden erstmal ordentlich Straßen entfernt, die sich die ganze Zeit schon hier befinden, und werden erneuert. Neue Straßen sollen erfunden und eingebaut werden, damit wir hier halt dementsprechend Schienen bauen können. Als erstes müssen mal auch die Signale weg, die noch hier sind. Alte Schaltsignale, die sind natürlich nicht gut. Und hier soll im Grunde eine Schiene jetzt gerade ausgehen, genauso wie eine zweite. So, Straße, Schiene, Gleise. Genau, das ist im Grunde der Plan. Hier gibt es eine Schiene, die gerade ausführt. Und die, ja, die müssen wir halt jetzt hier ein bisschen vorbeiführen. Also die wird jetzt hier einen großen Bogen führen. So. Dass halt dann hier auch wiederum der Verkehr für den anderen läuft, geht hier eine Abzweigung runter und hier eine Abzweigung runter, die lang genug ist, um ihn zu supporten. Und wenn wir jetzt hier die Schienen abschließen, die hier schon gebaut wurden, so, im Grunde, die gehen hier weiter, weil die müssten ja, die Richtung sollte circa stimmen. Ja, die stimmt schon circa. Ja, das geht sich gut aus. Geradeaus durch, das sollte auch ein guter Verkehrslinie sein. Das passt schon perfekt. Dann kommt die Schiene daneben, können auch gleich hin. So, werden auch Kilometer auf einen Schlag gelegt und im Grunde sollst du dich jetzt hier dann so biegen. Du gehst noch bis circa hier hin und machst dann deine Biege. Krümmung zu groß, da haben wir schon das erste Problem, jetzt müssen wir die Krümmung wieder anpassen. Dass das passt. Das passt. Man hat dazu lange genug Zeit sozusagen abzufahren und drüber zu wechseln. Und ich glaube, das ist wichtig. Natürlich auch wichtig ist, in diesem Fall dann hier so einen Schienenverkehr zu machen. Vor denen müssen natürlich dann dementsprechend noch die Signale platziert werden. Und bevor man auffährt, natürlich auch nochmal. Die brauchen wir danach auch nochmal die dementsprechenden Signale. So, jetzt ist natürlich das schon mal angeschlossen. Das ist schon mal vorteilhaft. Bedeutet, hier hat sich das System markant verändert. Ob wir irgendwann sozusagen sagen, dass dieses dritte Gleis hier wirklich lang führt und einfach nur hier mal kreuzt, werden wir sehen. Das schauen wir uns mal an. Aber als erstes müssen natürlich auch die dementsprechenden Straßen neu designt werden. Und dazu sollte es hier eine Direktanbindung auch in die Stadt geben. Und so am besten über den Weg, der am schnellsten geht. So, als erstes werden mal hier die Straßen aktualisiert. Das sind ja gute Landstraßen hier. Kleine Landstraße, zweispurig. Die sollte auf jeden Fall hier hinpassen. Und somit auch ins Betriebssystem passen. Und dann geht aber hier wiederum eine
Straße entlang. So. Und die wird dann hier angeschlossen. Und da binden wir das dann so an. Fürs Erste wird auch noch die Straße hier angebunden. Aber nur dass sozusagen, dass die LKWs fertig werden mit ihrem Dienst. Dann wird hier natürlich noch eine neue Landstraße verbunden, weil die wollen ja unbedingt, dass hier eine Verbindung steht. Und hier muss eigentlich am besten eine Unterführung durch. Langsam wieder hochgeht, weil es viel zu schnell. Viel besser so. Da kann entweder sich so angeschlossen werden oder man fährt halt. Man sollte vielleicht die Strecke sich wieder anpassen lassen. So. Somit sind die Gebiete auch verbunden. Wir tun das hier auch so gleich verbinden. Dann lassen wir das so, dann ist es halt ein Kreuz. Für die Zukunft sicher praktisch. Kann ich die rein theoretisch abändern und hier sagen, upgraden? Ersetzen? Ja. Perfekt. Dann ist es nicht nur ihre Sicherheitsstufe. Und das passt auch. Hier kriegen wir auch gleich mal ein Upgrade noch an Straße rein. Weil wenn wir uns jetzt die Linien anschauen, sollte das auch alles gut klappen. Perfekt. Dann können wir währenddessen die Zeit weiterlaufen lassen. Irgendwo sollten unsere Railjets ja auch unterwegs sein, rein theoretisch. Railjet, Railjet, Railjet. Ich suche gerade einen. Da ist einer. Der ist auch bummvoll. Es muss einfach rein theoretisch schon einer wieder auf dem Gegenweg sein, oder? Ne, vorne fährt noch einer. Der macht aber lustigerweise gerade einen Minus angeblich. Hier ist der nächste Railjet unterwegs, der macht Plus schon. Die sind natürlich jetzt nicht so schnell wie ein ICE, aber sie sind trotzdem gut. Wie schnell sind die? Aktuell fährt er fast 100. Aber das geht ja. Wenn wir die Schienengeschwindigkeit anschauen, müssten wir das doch rein theoretisch sehen können, oder? Speed. Aber das war das hier, Geschwindigkeitslimit. Die Brücke macht ein Problem. Die muss geupgradet werden. 222, okay, das ist nicht das große Problem. Aber hier sehen wir ein sehr, sehr großes Problem. Ja, das sind jetzt hier die Kreuzungen und alles. Wie schaut es mit dem Tunnel aus? 168, 127, 110. Ja, das ist halt nicht optimierte Strecke. Die muss irgendwann mal optimiert werden, rein theoretisch. Das da ist der Horror. Würde das tauschen wir jetzt schnell aus, die Brücke. Einmal bitte schnell die Brücke sprengen. Damit hier eine neue eingebaut werden kann. Natürlich keine von denen. Einfach eine simple Brücke brauchen wir hier. Ja genau, wir wollen sowas. Das ergibt so null Sinn. Da gibt eigentlich nur sowas hier Sinn. So. Jetzt ist das Geschwindigkeitsproblem hier auch gelöst. Und der Zug kann dementsprechend Gas geben. So, die Leute hier warten natürlich immer noch darauf, dass sie weiterkommen. Und dementsprechend haben wir auch jetzt hier drei Züge, die hier gut unterwegs sind. Schon sollte echt das nächste große Problem gelöst sein, oder? Oh, es sind immer noch viele.
Also sollte sich langsam anfangen aufzulösen, seit die Stadt wird halt hier problematisch. Nach München wollen hier sehr, sehr viele. Aber das sollte sich dann mit den nächsten Verzügen lösen, hoffentlich. Die sind im sehr guten Zustand, aber ich muss wahrscheinlich alle mal durchschauen. Hier, der ist zum Beispiel schlecht. Ah, schnell, damit kann ich die austauschen, oder was? War das jetzt ein Austausch? Wenn ich sage, ich will den ersetzen, geht das nicht einfach so? Muss ich ihn also jetzt so machen und so, damit ich ein neues Fahrzeug kriege. Okay. Auch nicht schlecht. Das muss jetzt wahrscheinlich sogar aus unserem neuen Ding hier extra erst rausfahren. Ja. Das fährt jetzt erst hier raus. Warte, die Dinge haben jetzt. Halt, schauen wir mal hier zu, wie der das macht. Zack, fährt rüber. Und gibt somit gleich die Schienen frei und kann dann runterbremsen. Weil wenn er direkt runterbremsen würde, während er sozusagen noch dreht, wäre es natürlich horrorhaft. Jetzt gehen die Dinge runter, der Zug schießt vorbei. Die Fahrzeuge können hier durch. Sie haben eine Direktverbindung jetzt in die City, das ist natürlich auch geil. Das macht das Ganze noch ein bisschen einfacher. So, jetzt aber weiter bei den Schienen. Das wird eine der langen Strecken mal wieder. Wir machen jetzt erstmal eine Schiene fertig. Schauen, wie wir am besten fahren. Wir fahren am besten auf der Seite vorbei und dann Reffen und Eisfeld. Oder wir schicken einfach jemanden fürs erste Mal eine S-Bahn nur hin und her zum Testen. Die kann man dann rein theoretisch auch hier so abfahren lassen. Das Ganze, den ganzen Bahnhof ein bisschen umdesignen. Dann später, wenn die neuen Schienen kommen, dann würde ich nicht eh schon das hier gerade durchbohren, sozusagen hier gerade schon durch. Und dann tun wir halt hier, wenn wir hier machen, machen wir hier eine Abfahrt und die, das ist besser, glaube ich. Ja, die schlechten Fahrzeuge muss ich mir dann anschauen bis zur übernächsten Folge. So. Tunnel? Okay, Tunnel, das ist okay. Ist jetzt ein bisschen. Wir haben es fast geschafft. Braucht natürlich Reffen, oder was, wo sind wir zu Rattingen, braucht natürlich dann dementsprechend noch einen Bahnhof. Dafür müssen erstmal die alten Straßen entfernt werden. Ich würde sagen, da tun wir auch was ändern, das wird eine Autobahnpromenade am Meer entlang. Da wird eine Promenade am Meer lang gebaut. Das macht dann einen cooleren Blick, wenn wir jetzt dann hier sozusagen mit dem Zug über die Straßen am Ende ballern können. So, vorsichtig da entlang. In kürzester Zeit wird hier eine komplett neue Promenade gebaut. Schließen wir es fürs erste an. Schauen wir, wie gut das ist. Da wird es fürs erste angeschlossen. Hier kommt auch direkt mal ein Anschluss rein, gescheiter.
jetzt ziehen wir gleich die Schienen drüber, weil hier kommt natürlich dann Durchverlauf Bahnhof hin. Gebäude. Wir machen ihn zweigleisig. Angepasst so. Aber was bei dem Bahnhof zu beachten ist, wir machen da was ganz anderes. Im Grunde wird er dreigleisig, wenn du es so siehst. Ich baue den ein bisschen anders. Plattform, Gleise. Er kriegt drei anstehende Plattformen, aber hier gehen drei Gleise durch, damit du rein theoretisch jederzeit auch einen Durchfahrverkehr haben kannst. Ich will, dass Züge, die nicht durch den Bahnhof durchbrettern müssen, sozusagen die zwei mittleren nehmen können und dann sozusagen da durchfahren. Ich bin mal gespannt, ob das so nah am Bahnhof oder am Hafen funktioniert. Einfach easy. Und welche Seite haben wir denn jetzt gebaut eigentlich die ganze Zeit? Wo haben wir denn aufgehört? Hier. Die Seite. Okay. Wir müssen weiter schauen, dass hier das Schiff auch durchfahren kann. Bedeutet, ich muss schauen. Also dementsprechend hochkommen. Steigung zu groß. Ja, das ist alles gut. Das wird danach noch geregelt. So. Okay, dann muss ich nur den Bahnhof abreißen. So, okay. Und da unter kann doch bestimmt die Straße durchfahren, oder? Ich will, dass unten die Straße durchgeht. Das schaut bestimmt cool aus. Yes, genauso wie ich es haben wollte. Jetzt müssen wir die nächsten Gleise nachziehen. Wenn ich aufgehört, da habe ich aufgehört. Da sollte man immer ein gutes Stück auch mitmachen können. Damit erspare ich mir nicht immer das lange Doppelziehen. Halt an den wichtigen Punkten davor sozusagen. Und jetzt haben wir den Bahnhof bis hier drüben. Große schöne Brücke, das Schiff kommt, sollte unten durchkommen. Und der schaut grenzgenial aus. Dann kommt jetzt der Bahnhof. Den setzen wir jetzt nach hier hinten. Konfigurieren noch schnell so, dass die passenden Gleise da sind. Reißen die letzten paar Meter nochmal ab von der Brücke bis dahin. Einfach. Damit wir sagen können, okay, wir schließen dich hier an. Dich hier an. Genug Platz haben halt einfach. So, wenn das ist. Auch nicht möglich. Ich hasse es. Komm schon. Krümmung zu groß, Neigung zu groß. What? Geht doch.
nicht perfekt, aber schauen wir mal, fürs Erste sollte es hoffentlich reichen. Und dann, wenn wir jetzt hier fertig konfigurieren, noch sagen, okay, zack. Dann hat sich der Bahnhof jetzt so fertig gebaut. Und wir können die ersten S-Bahnen rein theoretisch hier erfahren lassen. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Woo.